Gleich hinter der Tür im Erdgeschoss des Jesuitenkomplexes befindet sich das städtische Informationszentrum, das außer den klassischen Serviceleistungen auch einen Fahrrad- und Rollerverleih anbietet. Für Kinder findet sich eine spielerische Stadtführung mit Schatzsuche im Angebot und sie können hier auch eine Verkaufsausstellung traditioneller Erzeugnisse der mährischen Slowakei finden. Im Erdgeschoss befindet sich eine Ausstellung zur Stadtgeschichte mit einer Sammlung sehr seltener Artefakte und mit einer einzigartigen virtuellen Besichtigung der barocken Gestalt der Stadt aus dem Jahre 1670. Liebhaber der bildenden Kunst sollten sich einen Besuch der Galerie Joscha Uperka, des genialen Malers der mährischen Slowakei, nicht entgehen lassen, der mit seinem Schaffen die Gunst solcher Künstler wie des Malers Alfons Mucha oder des Bildhauers Auguste Rodin erlangte. Ein Bestandteil des Komplexes ist selbstverständlich auch die Kirche des heiligen Franz Xaver. Ja, und hier können Sie den modernen Brunnen des Velerader Bildhauers Otmar Oliver sehen.